Im Jahre 1999 begann ich, die kulturelle Qualität der Radioaktivität zu erforschen. Diese Reise führte mich unter anderem nach Tschernobyl, Genf, Fukushima, Hiroshima, Paranal, Wien, Karlsruhe, Haigerloch und schließlich Hechingen, meinem Geburtsort und Hauptsitz des Uranprojekts Ende des Zweiten Weltkriegs. Meine neue filmische Installation Trinity Twins, Zwilling der Dreifaltigkeit, dokumentiert filmische Szenen dieser flüchtigen Bekanntschaft mit der nuklearen Urkraft. Die allgegenwärtige kosmische Strahlung, gemessen mit einem Geiger-Müller-Zählrohr, ordnet filmische Elemente in Echtzeit neu an und transformiert diese in kinematische Isotope. So zeigen Szenen meine Arbeit vor Sonnenaufgang mit dem slowenischen Kunstkollektiv Laibach die letzten Tage der nuklear unberührten Erdatmosphäre. Im Jahre 1945 löst das deutsche Kernreaktorexperiment B8 in einer Höhle in Haigerloch eine Kette unberechenbarer Ereignisse aus. 664 Uranwürfel an Ketten warten über einem mit schwerem Wasser gefüllten Reaktorbecken auf Kritikalität. Direkt über diesem Reaktor befindet sich auf einem Felsen eine Kirche. Der Name dieser Kirche ist Trinity, Dreifaltigkeit, genau wie der Name der allerersten Atombombe, die kurz darauf am 16. Juli 1945 in der Wüste Jornada del Muerto, dem Weg des Toten, in New Mexico detoniert. Diese erste atmosphärische nukleare Explosion ist der Tag Null der infossilen Epoche, der Beginn der Transformation der Atmosphäre in die Atomsphäre. Der Kontext, in dem die Menschheit durch die Anwendung und angestrebte Beherrschung atomarer Prozesse beginnt, eine neue planetarische Umgebung durch die Transmutation von Elementen, Maschinen, Gedanken und Geld zu schaffen. In der Höhle in Haigerloch hinterlässt sie ihre erste Höhlenmalerei, gemalt mit Radioisotopen auf der Leinwand der Zeit. Es ist die Stunde Null, der Beginn der Epoche, die seit kurzem als zukunftsfähig und nachhaltig taxiert wird. Eine törichte Entscheidung, man denke nur an die Lage in der Ukraine, wo Atomkraftwerke in Geiselhaft genommen werden, ohne dass eine Verantwortlichkeit für die Strahlensicherheit auch nur benannt werden kann, und das nur 3 Wochen nach der Klassifizierung der atomaren Nachhaltigkeit durch die Europäische Union. Es ist an der Zeit, das Privileg des Verzichts als solches zu begreifen. Willkommen in der Atomsphäre.